Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Let's Play Test Turf Unlimited 2 Folge, wo wir das Driften lernen. Haarnadelkurven. Können wir driften? Ja, ich kann driften. Ich werde es jetzt zeigen. Was ist das für ein... Es fängt ja gut an. Ich kann driften. Ich kann driften, Leute. Habt ihr das gesehen? Okay, der Wagen, der Camaro ist ein bisschen anders zu behandeln. So, warte mal. Ich muss erstmal das Driften rausfinden. So. Ich gehe vom Gas runter. Muss ich nicht verstehen, ne? Ich gehe vom Gas runter. Drück ein bisschen. Du schaffst das schon. Geh vom Gas runter, drück nach links, damit er nach links fährt. Halt Gaspedal und warte mal, wir müssen das anders machen. Wie, oh Gott. Wie war das denn noch? In der Kurve Gas geben. Autsch. In der Kurve Gas geben. Das passiert auch. Passiert auch beim Mustang, den wir zu Anfang hatten. Der rutschte immer nach einer Kurve weg. Und das ist das Driften. Genau so war es hier. Genau. So, vom Gas runtergehen. Ja, jetzt habe ich Gas gegeben, aber ich habe die Kurve. Ey, so kann ich nicht lenken. Hä? Wie muss ich das jetzt hinbekommen? Geil. Autsch. Da ist dir ein kleiner ja, komm. Richtig geil. Ich muss erstmal das Driften rausfinden. Jetzt driftet er teilweise. Warte mal. Wenn ich den richtigen Winkel kriege, dann kriege ich das vielleicht hin. Dann kriege ich das vielleicht hin mit dem Driften. Mit dem Camaro ist es schwierig. Das heißt, ich gehe kurz davor vom Gas runter, fange dann wieder an zu lenken und Gas zu geben. Jetzt. Warte mal. Das machen wir anders. Oh Mann. Es ist schwierig. Wir haben wenig Platz. Das ist natürlich die Herausforderung an diesem Spiel. Dazu habe ich jetzt irgendwie richtig Bock, das zu lernen. So. Geil. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Das ist schwierig. Ich habe zu früh angesetzt. Noch nicht bereit hierfür. Konzentrier dich mal. Ja, das ist so einfach. Mann. Ich versuch's mal mit der anderen Tastatur. Mit der Laptop-Tastatur. Mit der konnte ich ja ursprünglich driften. Ja, geil. Autsch. Da ist dir ein kleiner Fehler. Ja, komm. Ich mach das jetzt mal so. Ey, ganz ehrlich, wie soll ich denn... Ich weiß gar nicht, wie ich driften soll. Ich weiß gar nicht, wie das mit diesem Wagen funktioniert. Der ist so fest auf der Straße. Der ist so fest auf der Straße, das ist einfach...
hat zu spät Gas gegeben, ey. Ich habe aufs Gas gedrückt und dann hat er zu spät reagiert. Das ist natürlich dieses Scheißspiel, ne? Dieses spätere Reagieren, ne? Das ist... Man soll ja nicht aufgeben und soll es immer wieder versuchen. Ganz ehrlich, wenn ich in der Kurve Gas gebe, dann... Dann geht er nicht 100%, dann driftet er nicht 100%ig. Das bringt's also irgendwie nicht. Ich brauche einen anderen Weg. Jetzt hat er gedriftet. Wie oft soll ich denn? Runden! Ey, tut mir leid, ganz ehrlich. Wie viele Runden soll ich denn da machen? In einer Minute, Alter! Irgendwie zwei, drei Runden oder was? Ey, komm, leck mich doch. Der ist so standfest auf der Straße, mit dem kann man nicht driften. Ich geh jetzt nach... Von innen nach außen, nach außen. Also entweder ich bin zu früh, dann gehe ich durch die Hütchen durch, oder ich bin zu spät, dann lande ich aus am äußeren Ring. Wie mache ich das? Wie soll ich das schaffen, das perfekt zu machen? Wie soll ich das schaffen? Ich möchte ja auch driften können, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Siehste? Hätte ich Gas gegeben, noch weiter gelenkt, dann wäre er genau an der weiteren Stelle da auch gegen geknallt. Hä, wie soll ich das machen? Wie driftet dieser Scheißwagen? Hier, so driftet er. So drifte ich. So kann ich driften. Theoretisch müsste ich kurz anhalten. Aber in der Vorführung war es ja im Fahren. Kurz anhalten. Genau, nochmal rückwärts. Und jetzt rückwärts. Alter, ganz ehrlich. Langsam wird es mir zu doof. Ich kann doch nicht... kurz davor stehen bleiben. Das geht nicht. Das verfehlt mir die Zeit zu. Wie soll ich das in einer Minute schaffen? Einer Minute, Mensch. Zwei Runden. Mann. Hing mir eben gerade ein Haar im Gesicht. Ganz ehrlich, was ist das für ein Quatsch? Wir beschäftigen uns wirklich mit einer Folge dann, ne? Weißt du was? Am Ende dieser Folge werde ich einfach sagen, ich mache das offscreen. Und versuche das dann, ich muss das einfach überspringen, das kann ich nicht zeigen. Das ist ja auch schon so ohnehin nervig. Ja, geil, ey. Glauben ist nicht Wissen, Typ. Mexikaner, ey. Welcher Mexikaner hat sich das ausgedacht? Von innen gehen, nach außen. Konzentrier dich ein bisschen. Komm, Schnauze. Mal jetzt trifft er am Anfang.
Schaut euch das an. Das ist doch kein Driften. Ich gehe vom Gas runter, gehe aufs Gas rauf, drücke nach links, also dass er sich nach links bewegen soll. Was macht er? Der driftet nicht, nein, er lenkt nach links, so wie es sein soll, aber er kann nicht driften. Das ist mit diesem Wagen unmöglich. Kann ich bitte mit einem Alfa Romeo tauschen? Das wäre, glaube ich, ein bisschen interessanter. 2 von 7 Checkpoints. Schnauze, ey. Ganz ehrlich. 7 Checkpoints. Hä, in 2 Runden? Ja, komm, Schnauze, ey. Das ist, tut mir leid. Ich habe vor allen Dingen viel zu wenig Platz. Natürlich, der kann driften. Der kann driften. Aber eben, ich brauche mehr Platz. Ich habe da aber keinen Platz. Ich muss da gleich wie ein King, wie ein richtiger Driftkönig, muss ich da die Ecke nehmen und darf nirgendwo anschlagen. Ne? Wir machen keine Driftübungen anfangen, sondern wir fangen gleich natürlich sofort an hier. Ja, der kann noch driften, der Scheißwagen. Ich glaube, du bist mental. Ja, komm. Hör auf zu sabbeln. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Runter vom Gas. Lenkung. Warte mal. Was hat er gerade gemacht? Der ist gerade zu früh gedriftet. Aber er hat schon mal. Wir haben schon mal einen richtigen Ansetzer bekommen. Den nutzen wir natürlich sofort aus. Alter, wie soll ich das schaffen, bitte? Ganz ehrlich, das ist nicht machbar. Schon wieder am Hütchen. Ich habe zu wenig Platz. Ich habe eindeutig zu wenig Platz. Ey, bitte ein bisschen großzügiger nächstes Mal. Am besten machen wir Driftübungen erstmal. Und dann gehen wir zu dieser Meisterschaft, zu dieser Driftmeisterschaft. Vom Ball runtergehen. Ja, komm. Das war gut. Das war wirklich mal gut. Wisst ihr was? Mental noch nicht bereit. Die letzten 3 Versuche. Wenn ich es danach das Drift nicht hinbekommen habe, dann mache ich das offscreen. Ich mache die Folge jetzt nur noch etwas über 15 Minuten lang, weil ganz ehrlich, das könnt ihr euch doch auch nicht anschauen, oder? Tut mir leid, das ist ein Let's Play. Ich stelle das Spiel ein bisschen vor. Oh Gott, ey. Gut, die letzten 2 Versuche. Alter. Ich glaube, du bist mental. Schnauze. Jetzt reicht's mir. Letzter Versuch. Wenn jetzt irgendwas schief geht, dann tut mir leid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen angenehmen Abend. Ja. Nächste Folge sehen wir uns dann wieder, wenn alles perfekt ist. Nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Die Endmoderation.
Gras. okay. Ich kann mir noch doch ein bisschen... eine erfolgreiche Testfahrt. Das klingt sehr vielversprechend. Das war schon die Endmoderation. Wir gehen aber nochmal zum nächsten Test. Wir haben noch ein paar Minuten. Lass mal sehen, ob du andere Fahrzeuge überholen kannst, wie es sich gehört. Nur überholen? Gut. Das machen wir jetzt auch nochmal schnell. Dass wir uns so viel Zeit beim Driften lassen können, das wusste ich nicht. Ich hab mich auf was anderes eingestellt. So, wir müssen rechts überholen, ne, oder? Warte mal, wie fährt denn der vor uns? Okay. Scheiße. Ey, geil.